Moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zum Zelda Queen of Time Display. Wir sind jetzt gerade stehen geblieben und haben gerade den zweiten Dungeon gelöst. Genau, wir haben den Heiligen Stein des Feuers geholt von Darunia und jetzt sind wir hier und ich überlege gerade, was wir als nächstes machen können. Hier frisst das, du Penner. Ich würde sagen, der Darunia, der meinte ja, wir sollen nach oben gehen, weil da diese komische Hexe ist, die uns diese, nee, nicht eine Hexe, die komische Fee, die uns irgendeine Special Attack geben will und so, aber das machen wir, glaube ich, später. Hier, da hören wir doch eine goldene Skulltula. Und jetzt haben wir ja die Bomben. Oh, Kacke. Hallo. Stirb, du Penner. Was ist das? Jawohl. So, und jetzt haben wir Deko-Kerne. Und jetzt ist hier die goldene Skulltula. Aber wir können das nicht einsammeln, so wie es aussieht. Kann das sein? Nein, schade. Dafür brauchen wir mal ein bestimmtes Werkzeug, das wir gerade nicht besitzen. Das ist ein Pech. Aber okay, wir gehen jetzt erstmal nach Kakariko. Denn es ist jetzt nachts und nachts, das ist das komische Problem dabei, gibt es auch goldene Skulltulas überall in der Stadt verteilt und die sind nachts immer woanders als tags und boah, das ist so verwirrend, ne? Und guck mal, ich glaube, da sehen wir schon die erste, kann das sein? Oh, boah, geskillt hier und zack, bam und bam, Diamant eingesammelt und goldene Skulltula eingesammelt und du hast eine goldene Skulltula und so weiter und so fort. Nice, so, jetzt haben wir die hier schon eingesammelt und können uns weiter auf den Weg machen. So. Hier oben, das weiß ich auch noch. Da gibt es die eine, die gibt es irgendwie nur an der Nacht. Das ist das Komische. Tagsüber, da gibt es diese goldene Skulptur noch nicht. Schade, daneben. Aber die ist auf einmal nachts da. So, auf geht's. Zack, einmal jetzt hier hochklettern, bitte. Dankeschön. Die goldene Skulptur einsammeln, jawohl. So, bevor ich jetzt vergesse, ich grüße Splatendo. Ich hab's dir 10-mal versprochen, dass ich dich in einem Zelda-Let's Play Ocarina of Time erwähne. Und ich hab's immer wieder vergessen, nicht, Depp? So, jetzt habe ich's hinter mir. So. dann gab es noch, was ich sagen wollte. Genau, wir haben fast 900 Abonnenten zu dem Zeitpunkt. Das ist der Wahnsinn. Was geht bei euch? Ich glaube, ihr seid krank. Jetzt versuche ich, glaube ich, mega was Trickiges. Und zwar kann man, indem man jetzt zur Seite springt, ich weiß aber nicht, wie das geht. So zapp ich. Schande, das war ein bisschen kacke. Okay, wir probieren es nochmal. Und zwar, wenn man hier hochklettert und vom Turm runterspringt, dann landet man auf diesen Zaun. Und von dem Zaun kann man auf den Dach klettern und vom Dach kann man dann zu diesem Typen gehen, der da sitzt. Genau. Das probieren wir jetzt aber wirklich mal aus. Das interessiert mich gerade schon ein bisschen, weil dann kriegen wir, glaube ich, was. Ich bin mir nicht sicher, was. Aber guck mal. So, jetzt springen wir nach links rüber. Bam, jetzt landen wir auf dem Zaun. Wie nice ist das? Und reden mit den Typen. Hey, schön dich wiederzusehen. Ich gebe dir dieses Erinnerungsstück. Und zack, was bekommen wir? Wir bekommen ein Herzteil. Du hast 4 Teile gesammelt. Wird die Energie... Achso, hast du die... Ah, okay, okay, okay. Wir haben einen Herzcontainer nur eingesammelt bisher? Das war das erste nur? What the hell? Das ist ja richtig schlecht. Aber okay. Ja, wir springen jetzt hier runter. Selbstmord und so, okay. Ich würde sagen, wir... ich höre eine goldene Skulptur. Wo ist sie denn von der Seite? Da. Wie kommen wir da ran? Ah, okay, wir kommen da ran. So. Ja, als ob ich getroffen werde, sobald ich... Ja, okay. Nein, geh runter, Link. Oh, du bist so ein Depp, Alter. Ich habe 3 Herzen fast verloren wegen dir. Nicht 3 fast, ich habe wegen dir... Och, Alter. So. Meine Güte. Ich konnte nicht runterklettern, der ist die ganze Zeit wieder hochgeklettert. So, wir haben eine weitere goldene Skulptur eingesammelt. Ja, das ist schon stark. So, ich weiß übrigens auch, wie man jetzt endlich da hochkommt, ne? Da müssen wir ja mit einem Huhn rüber. Ich wusste aber nicht, wie. Und ich kann das gleich tagsüber probieren. Aber wir gucken erstmal, ob wir noch eine weitere goldene Skulptur finden. Aber ich bin echt nicht... Ich weiß echt nicht, wo die sind. Das ist so kacke, ne? Ja, irgendwie war die mal in der Kiste drin. Hier nicht. Okay, und hier gibt es auch tagsüber irgendwie keine Hühner. Nachts über keine Hühner, keine Ahnung, das ist total komisch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal da rüber. Ja. Und dieser Baum, der Baum, den hab ich tagsüber umgerempelt und dann kam nichts dabei raus. Wobei ich mir hundertprozentig sicher da, ja, als ob ich die aufheben kann. Hä, das konnte ich doch vorher nicht, wegen dem Donner, wegen dem Armband. Egal. So, auf jeden Fall... Zack, und jetzt nachts auf einmal geht das. Weil es ist nachts, das ist total strange. So, weitere goldene Skulptur eingesammelt. Nice. So, was will der Typ hier? Ja, ich will... Mann, ich will mit dir reden. Hallo. So. Menschen sind widerlich. Meine Eltern sind widerlich. Du bist bestimmt auch widerlich. Was geht mit den Typen, Alter?
Eine Depri-Phase oder was? Okay, wir gehen mal weiter und suchen nach weiteren goldenen Skulpturen, wenn wir schon dabei sind. Das ist schon ein bisschen interessant, finde ich. Da ist nichts, schade. Ist hier offen? Da ist offen. Aber ich glaube, da waren wir schon, oder? Bam, bam. Oh. Lass mal mit denen reden, was so die Nachts gegenüber sagen. Jeder von ihnen arbeitet nur halb so viel, wie er sollte. Aber sie wollen immer eine doppelte Portion essen. Du, das ist normal. Fühle dich ganz viel zu Hause, das Essen ist allerdings noch nicht fertig. Ja. Ey, was? Ach so, das sind diese beiden, die immer rumlaufen und nichts tun. Ich komme um vor Hunger. Ist das Essen schon fertig? Es ist schon 22.27 Uhr. Du Armer. Ich komme um vor Hunger. Lass uns sofort etwas essen. Ja, ich hab's ja gelesen. Hier. Und du? Schau dir das an, Kleiner. Meine schönen, zarten Hände sind von der Arbeit ganz rissig, Schnief. What the hell? Okay. Wir gehen mal raus, bitte. So, jetzt sind wir hier drin gewesen und hier oben, da war auch noch irgendwas. Ich kann mich daran erinnern. So, ich glaube hier, kann das sein? Ich höre kein Kriechen. Mann, hier war noch irgendwo eine. Oder doch nicht? Oder war das die, die da an dem dem Haus hing? Das kann natürlich auch sein. Kann man jetzt hier reingehen? Nee. Oh, mein Sohn schläft gerade. Bitte komm doch später wieder, wenn du mit ihm spielen willst. Ja, als ob ich mit ihm spielen will. Ja, okay. Ich würde sagen, wir holen uns die Ocarina. Spielen das Lied vom Aufgang der Sonne. Nein. Ach, nee. Hä, was? Wie geht denn die Hymne der Sonne nochmal? Da. Hab ich's doch. Das schon. Irgendwie muss ich das doch wohl auswendig noch kennen, oder nicht? Ja, okay. So, jetzt ist es tags. Weil jetzt sind hier wieder die Hühner. Und mit den Hühnern kann ich jetzt mir das nächste Herzteil holen. Nehmen wir doch einfach mal das Huhn, das sich hierin versteckt halt. Hey, komm hier. Du. Aula. Ey, komm her. Hallo. Mann, jetzt bleib doch mal stehen. So, jetzt können wir hier hochklettern. Nicht hochklettern. Wir laufen jetzt hier hoch, die Treppen. Und gehen nochmal hier rum so und dann gehen wir hier so rum und jetzt muss ich gucken, wie man das gemacht hat. Das ist so tricky, ey. So, kann man hier einfach so hoch? Nee, ne? Schmeißen wir das Huhn hoch. Hallo. So, klettern wir hier hoch. Soweit, so gut. So, jetzt. Jetzt müssen wir hier rüber. Zack. Und balancieren hier rum. Und jetzt können wir rüberjumpen. In der Hoffnung, dass wir da ankommen. Und loslassen. Festhalten. Jawohl. Ist schon stark. So, jetzt können wir da durch. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite von dieser Kuh. Und ein Herzteil. Sammle noch zwei Herzteile und du erhältst einen neuen Herz. Und wir haben unsere wieder Energie. Ja, das glaube ich war nicht so gedacht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ja! Yeah! Ich würde sagen, wir gehen mal kurz gucken, ob da... Oder? Gibt es hier noch eine goldene Skulptur, die man eben so abschlachten kann? Nee, ne? Schade. Okay, dann nicht. Hier liegt so einsam allein verlassen so ein Stein. Oh, das sind die Käfer, die werden auch noch wichtig. Och, Manu. Oh, eine Bombe. Warte, 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 warte. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Nein. Hab ich ein Glas, das leer ist? Nein, ich habe da Fisch, aber den Fisch brauche ich jetzt erstmal nicht. Für die Schleuder, so. Hier einfach raus damit. Ja, und jetzt möchte ich, komm. Ja, ist okay. Verdammt, jetzt sind die Käfer weg. Oh Mann, ich wollte doch... Ey, jetzt lasse ich ja das für den Fisch hier sterben. Ja, dann schmeiße ich den mal woanders weg. Die Käfer sind auf jeden Fall wichtig, um weitere goldene Skulpturen zu fangen. Das ist mega interessant. Aber okay, wir gehen jetzt erstmal gucken, was so hier, ob wir hier den Fluch irgendwie... Ja, Tatsache. Einer hat nicht mehr diesen Spinnenkörper. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Und was haben wir?
Die große Börse. Jetzt hast du eine größere Geldbörse erhalten und kannst insgesamt 200 Rubine tragen. Ja, und genau dafür sind die goldenen Skullholders. Denn das braucht man auch im Nachhinein. Denn manchmal muss man sich Sachen kaufen, die wirklich sehr viel kosten. Und da kommst du mit 99 Rubinen insgesamt nicht aus. So, jetzt sind wir hier. Ach, jetzt haben wir hier. Hier, ich schmeiß erstmal den Fisch weg. Ich brauche den Fisch nicht. Es tut mir leid, Fisch, dass ich dich jetzt abkratzen lasse, aber ich muss jetzt den Stein hier, so, zack. Und jetzt brauche ich einmal so einen Käfer, bitte. Nein, ich habe den Fisch eingesammelt, ich Depp. Mann, jetzt... Ah, mach den Fisch raus. Idiot. So, ich will einen so einen Käfer einsammeln. Oh, Mann! Behinderter Fisch, ich lasse dich jetzt da sterben, ganz ehrlich. Ist mir egal. Oder wir machen das jetzt eben. So, einmal rein und wieder raus. Das ist zwar ein bisschen assi von mir, aber ich möchte diese behinderten Käfer haben. Ja, die sind halt wichtig. Und wenn ich das jetzt schon die Möglichkeit dazu habe, die einzusammeln, dann will ich das jetzt auch machen. So. Käfer eingesammelt. Jawohl, du hast einen Käfer gefangen. Du kannst ihn mit C freilassen und findest diese Käfer häufig in dunklen Erdhöhlen. Ja. Gut, dann habe ich das jetzt. Was machen wir denn als nächstes? Ich wollte ja mal zur London Farm gehen. Ups, mit dem habe ich schon geredet. Ich sage dir, die Jungen heute sind nichts mehr zu gebrochen. Aber, bevor wir zur London Farm gehen, gehen wir eben zum Friedhof, denn da gibt es auch noch ein paar Überraschungen. Es gibt da nämlich irgendwie ein, zwei weitere Öffnungen. Es gibt da weitere... irgendwie ein, zwei weitere Herzcontainer und was weiß ich, das ist mega heftig, das wusste ich alles gar nicht. Ja, deswegen lasse ich mich mal überraschen. So, kann man hier... Ist hier nichts? Schade. Okay, dann gehen wir einmal zum Friedhof und gucken mal, ob wir da was Interessantes finden. Ob das denn auch so ist, wie ich mich erinnert, daran bisher erinnert haben kann. So, einmal hier abspeichern, wunderbar. So, hier ist Boris irgendwo. Boris nicht da. Hier, frisst das. Bam. Und... Bam! Und bam! Und noch mehr Equipment einsammeln. Nice! Okay, mehr brauchen wir nicht. Hier ist so ein Stein. Und unter dem Stein befinden sich wiederum Käfer. Denn... Ja, mache ich einfach den Stein hier kaputt. Hier kann man doch irgendwo das... Ah, hier irgendwo gibt es... Ja. Ich weiß, ich rede verwirrend. Wo ist diese behinderte Fläche? Ist sie da? Nee, da ist sie nicht. Wo ist das denn? Ja, egal. Das machen wir dann vielleicht mal wann anders, wenn ich das finde. Ja, solange lasse ich das als Überraschung. Mach bloß keinen Ärger, ich sag's Boris. Ja. Alter, als ob ich das jetzt nur machen darf, wenn es nachts ist. Scheint so, oder? Boah, ey, dieses behinderte Kind. So. Dann mache ich es eben, dass es nachts wird und dann können wir in Ruhe wahrscheinlich alles umschweißen, wie wir wollen. Denn solange dieser Junge da ist, können wir anscheinend gar nichts machen. Okay. So, irgendwie gibt es hier irgendwelche Steine, die man wegrollen kann und darunter dahinter befindet sich irgendeine Öffnung. Tatsache. Alter, wie viel Glück habe ich denn? Wahrscheinlich wegen den Blumen? Ja, was ist das denn? Fünf Rubine, okay. Kann man hier sonst nichts machen? Hier kann man was wegsprengen. Jetzt, wo wir die Bomben haben, können wir es doch gleich mal ausprobieren. Oh. Was ist dahinter? Eine Feenquelle, oh, wie toll. Aber ich habe leider kein weiteres Glas, das ich benutzen kann. Und mir sind die Käfer gerade ein bisschen wichtiger als die Feen. Aber okay, dann weiß ich ja jetzt auf Zukunft den Bescheid, dass da die Feen sind. Okay. Ja, dann haben wir in der Episode heute wenigstens schon mal ein paar goldene Skulpturas eingesammelt und Herzcontainer und so. Oh nein, da ist ein behinderter Geist. Willst du mich veräppeln? Ja, wie besiegt man die denn nochmal? Schande. Boah, ne. Boah, hör auf zu nerven. Ganz ehrlich. Ich habe hier irgendwo so ein goldenes Skulptur kriechen gehört. Da ganz oben. Schande, und ich komme da nicht hin. Weil...
Toll. Oh, hör auf zu nerven, blöder Geist, ganz ehrlich. Aber hier war doch noch irgendwas. Oder nicht? Ich glaube auch nicht, dass das nur bei denen ist, wo diese Blumen davor sind. Schande, es kommen noch mehr Geister. Ah! Was willst du, Navi? Wenn ich mich richtig erinnere, sagte Darunia, dass auf dem Gipfel des Todesberges eine Fee lebt. Ja, das hast du gut in Erinnerung, das habe ich auch noch in Erinnerung, aber ich hatte nicht vor, jetzt gerade dahin zu gehen. Ah, verpiss dich, du! Oh. Komm her. Findet sich hier unter was? Wahrscheinlich nicht. Ah, okay, ich verschwinde mal da. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Mann, wo ist denn hier diese bestimmte Öffnung? Oh. Hä, als ob... Ja. Hä, wo ist denn jetzt Boris eigentlich? Boris der Totengräber, hätte ich schon fast gesagt. Boris der, ja, der ist doch hier, oder nicht? Ich check die Welt nicht mehr. Ja, okay. Alles klar, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück. Das ist irgendwie fail. Ich dachte, dass Boris hier wäre. Das ist doch normalerweise da, oder nicht? Vielleicht sind jetzt die Geister weg, aber ich guck mal nochmal nach. Hä, aber wo ist denn Boris? Ich check die Welt nicht mehr. Der ist doch sonst auch mal da gewesen. Ja, egal. Wo gibt es denn jetzt hier noch Öffnungen, die wir... also Gräber, die wir noch aufmachen können. Aber wo war das denn nochmal? Ja, da waren wir ja schon drinne. Vielleicht hier runter. Ja, komm. Kann ich das nicht wegschieben, oder was? Tatsache. Was mit dem? Ja, los. Auch nicht. Okay, dann halt nicht. Gebrüder Bramstein. Ja, als ob der... Och, Alter, willst du mich veräppeln? Komm, ich hole mir jetzt eben die Schleuder und fetz die erstmal weg, ganz ehrlich. Ja. Ja, verpiss dich, ey. Ganz ehrlich, was geht denn bei dir? Ja, als ob der jetzt nicht getroffen hat. Ja, lass dich mal wieder zeigen, du. Was sagt Navi jetzt? Ehrlich, auf dem Friedhof starre es genau lange genug an mit Zeit, dann wird es wohl verschwinden. Ich will es aber nicht anstarren. Ich will es töten. Hahaha. Auch wenn man einen Geist nicht töten kann. Aber okay. Bam. Dich mal, ey, ganz ehrlich. So. Ich will reden. Ah, du hast mich bezogen. Wenn alles sicher und nicht in die Welt bringen. Probier es. Schande, jetzt habe ich es nicht lesen können. Okay, ich würde sagen, das war's mit der Episode. Das war irgendwie ein bisschen fail. Aber okay, wir haben heute ein paar goldene Skulpturen einsammeln können. Wir haben heute ein paar Herzcontainer einsammeln können. Also wir haben heute einiges schon geschafft. Auch wenn es nicht essentiell wichtig war für die Story. Aber okay, ich würde sagen, wir sehen uns sonst im nächsten Part. Da werden wir es dann auf dem Weg zu London Farm machen, wenn wir nicht vorher irgendwie ein paar Herzcontainer einsammeln wollen. Ansonsten sehen wir es also im nächsten Part. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich einen Daumen nach oben freuen. Von der linken Seite seht ihr das Video mit mir alleine. Da habe ich Akali Akinator auf mich gesucht und es hat nicht funktioniert. Unten seht ihr den letzten Part von Zelda Queen of Time. Matthias hält die Fresse. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.